whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich wieder mal einen Blend hier auf meinem Fass. Und zwar den Dewars mit 18 Jahren Alter. Und ja, ich muss zugeben, mit Blends habe ich es in der Vergangenheit nicht so gehabt. Aber mittlerweile, die Blends werden immer besser. Der Malt Whisky Anteil in den Blends steigt. Und es waren einige hervorragende Blends in der kürzeren Vergangenheit hier auf meinem Fass. Darunter auch ein Dewar Signature. Das war schon eine tolle Sache. Und jetzt kommt der 18-Jährige hier und das zu einem Preis von ungefähr oder unter 50 Euro jetzt im Frühjahr 2017. Das hat schon was. 18-jährige Blends waren früher deutlich teurer. Gut, Dewars ist, ich glaube, einer der größten Blend-Whisky-Produzenten der Welt. Zumindest haben sie mit dem Dewars White Label den meistverkauften Blended Whisky, Scotch Blended Whisky in USA. Ja, und jetzt schauen wir uns mal an. Imposante Erscheinung. True Scotch. Yo. Also das ist der echte. Ein Vintage steht da drauf. The Vintage Blended Married in Oak Cask. Und das ist jetzt schon mal das Besondere. Blended Whiskys müssen eine Verheiratungsperiode durchmachen, damit im Prinzip, wenn sie alles zusammenschütten, das Oberteil vom Whisky in dem Mischgefäß genauso schmeckt wie der Unterteil. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber, die einzelnen Fässer mit unterschiedlichen Ausprägungen fangen untereinander nochmal ein bisschen das Reagieren. Ja, so wirklich viel reagieren tut er nicht, aber ein bisschen das frisch Arrangieren an. Bei diesem Verheiraten verändern sich nochmal die Aromen ein wenig. Und so wartet man, bis diese Aromen sich verbunden haben, sich entwickelt haben. Dann füllt man erst ab. Und das passiert hier in Eichenfässern. Das heißt, die Reifeperiode darf diese Verheirungsperiode mitzählen. Ja. Und dann Gold Prize, 500 Medaillen. Und so weiter. Distills Blended. John Dewar. Ah, hinten steht noch was drauf. Aha, jetzt kommt die Geschichte. Darf nicht fehlen. 1846. Ein früher Pionier des Blendens. Und sein Sohn John Alexander übernahm das Ding, das Business. Aha, und der Cameron, ein A.J. Cameron, der als Master Blender von seinem Sohn John Alexander da eingesetzt wurde, der hat also dann dieses Vermählen da erfunden und das ist halt hier das Besondere daran. Jo. Aha, und sie sind also stolz, dass sie die Lieferanten des königlichen Haushalts für über 100 Jahre sind. Jo, der königliche Haushalt, so kann man es auch sagen. The Royal Household. Das heißt, die haben also ein Appointment. Und dann geht er hier also. In diesen kleinen Bändel zieht man auf. Und dann kommt er da raus. Hält er hinten fest. Ja. Da kann man sehen, wie das da hinten ausschaut. Ach und Gott, da steht noch was drin. Das lese ich jetzt aber nicht vor. Ah ja, und da links noch die Häuser, wo sie also das verkauft haben in der Vergangenheit. In Perth. So. Die Flasche, braunes Glas. Aha, haha. Und jetzt sagen sie das erste Mal was über diesen Blends, was da für Whiskys drin sind. Und zwar, man weiß ja, Home of the Dewars ist Aberfeldy. Die Malt Whisky Brennerei Aberfeldy. Und der steht auch hier als erster. Ist aber alphabetisch. Also Aberfeldy, Macduff und Royal Brackler. Mhm. Und die Speyside Single Malts, das waren also Highland und die Speyside sind Craiglachie und Oldmore. Und damit haben sie über den Craiglachie wahrscheinlich einen ganz leichten Raucheinfluss drin. Das könnte schon sein. Und Lowland, Single Malts und Grain Whiskies.
jeder mindestens 18 Jahre alt. Und dann steht hier also, die Reifeperiode in Eichenfässern sind mehrere Monate. Jo. Gut, leider 40 Volumenprozente und nicht ein bisschen mehr. Das liegt aber dem, sagen wir mal, dem der weiten Verbreitung der Flasche geschuldet. Und je weiter so eine Flasche verbreitet ist, umso weniger verstehen die Menschen, dass das Ding mehr Alkohol hat. So, da ist er auf. Und auch hier, das habe ich doch schon mal gesehen, diese voluminöse. Das ist aber Leichtmetall, oder? Oder ist das Plastik, Kupfer, eloxiert? Ist kalt. Riecht gut, aber nicht zu rauchig. Und diese Flasche mit dem oben aufgehenden Kopf, die erinnert so richtig so an eine alte Whisky-Pulle. Entschuldigung. Ja. Genau, und hinten dann die Goldmedaillen. Paris 1889, London 1888 und Edinburgh 1886, ja, und dann haben sie aufgehört, oder wie? Ja, dann haben sie aufgehört zu zählen. So ist recht. So, hier ist sie. Wobei man ja eigentlich Medaillen vergeben sollte, so aus den letzten Jahren. Ne? Die sollte man zeigen und nicht die aus den alten Jahren. Ja, da streiten sich jetzt hier die Leute, die auf alt machen, mit denen, die mit dem Marker, die sagen müssen, der ist heute gut. Ja. Weich, cremig, Vanille, bisschen blumig, Rauch nicht zu spüren. Ja, so eine ganz leichte Rosenwassernote da oben drauf. So, also die Florale etwas überschwellend. Das ist dann so, was man normalerweise die Marzipannote sagt. Aber nicht überfordernd im Aroma, wirklich mild, weich, voll. Beim richtigen Abstand kommt auch noch Frucht durch. Ja. Am Anfang, muss man sagen, hätte er 3% mehr haben können. Wenn man aber einen Weichen im Mund hält, passt das schon. Dann kommt die 18-jährige Eiche durch. Dann kommt Schokolade, Nüsse, kräftig, Abgang, lang, Eiche, jo, kommt auch durch. Ein ganz anderer Whisky, als ich ihn mir vorgestellt habe. Er ist also im Prinzip mild, weich, angenehm im Geschmack. Und dann kommt der typische, ja, vorsichtig sagen, alte Grain Whisky Reifung durch, weil die Grain Whiskys typischerweise in Refill-Fässern gereift werden. Und die ziehen typischerweise bittere Tannine aus den Fässern raus. Und wenn ich sagen sollte, wie viel Grain Whisky hat der, weil wie hoch ist der Malt-Whisky-Anteil, da würde ich sagen, also mehr als ein Drittel Malt-Whisky hat er nicht, der Rest dürfte Grain sein. Und daraus kommt dann auch diese Kaffee-Bitternote im Abgang mit durch. Alles in allem gelungen, nicht überfordernd. Sie müssen allerdings diese zarte Tanninbitterkeit mögen. Also wenn Sie lieber Milchschokolade wollen statt Bitterschokolade, dann hier nicht. Wenn Sie aber sagen, oh, Bitterschokolade viel lieber als die Milchschokolade, da ist wenigstens ein bisschen Würze drin und so, dann ja. Ja, interessantes Ding. Wenn Sie sich jetzt entscheiden wollen, den oder den Signature, also dazwischen liegen Welten. Muss man jetzt fairerweise sagen, der Signature hat also aus meiner Sicht einen Malt-Anteil von mindestens 2/3.
Und fährt da also ganz andere Kaliber auf als der hier. Ja, das zweite Mal, muss ich sagen, vermisst man auch nicht die 43 oder 46 Volumenprozente, weil diese Eiche doch kräftig mitdrückt und man den Alkohol an dieser Stelle nicht mehr vermisst. So als Transportmittel von Aromen. Ne? Tja, also 18-jähriger Blend für 50 Euro. Gut. Ich würde jetzt nicht sagen herausragend, aber gut. Ja. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.